sage ich Ihnen noch etwas ganz Schönes an, finde ich. Daniel Roman, und er ist 1989 aus Rumänien nach Österreich geflüchtet, ist nach der Revolution wieder zurück nach Rumänien, ist dann wieder nach Österreich geflüchtet und ist unterdessen Österreicher. Er war dann lange im Bundestheaterverband, im Malersaal der Volksoper, hat die Rundhorizonte gemalt und ist jetzt fest bei uns in der Ausstattung engagiert. Und er hat mich gebeten und einmal gefragt, ob er nicht ein Gedicht vorlesen dürfte an diesem Adventskonzert. Und ich habe ihm gesagt, ja, rumänische Gedichte, wissen Sie, die verstehen wir nicht. Und er hat gesagt, er möchte gerne ein österreichisches Gedicht vorlesen. Sie hören also jetzt als erstes ein österreichisches Gedicht von Daniel Roman aus Rumänien Ihnen vorgetragen. Oder Christ an sich und zurückdenken, gibt's mal einen Stich, wie sanst doch halt groß und voll, dass man etwas, wo man zuerst hinschauen soll. Damals, 1945, war der Krieg gerade aus. Schlecht ist uns gegangen, Not war im Haus, warm, war klar und schwach vielleicht. Mutter hat geseufzt, ihre Augen waren feucht. Der Vater war im Gefangenschaft, irgendwo. Wenn er noch gesund ist, da waren wir schon froh. Die Mutter habe ich als Geschenk aus dem Wald zum Herzen was gebracht. Würde haben was geholt. So sind wir gestanden vor Klangbaum. Ich habe mich beherrschen müssen, dass ich nicht war. Gern hätte er Spielzeug gehabt. Eine Kleinigkeit. Ich war halt nur ein Bauer und noch nicht so gescheit. Kleine Kerzenstummel von den letzten Jahren waren auf die Zweige ohne Enkelsohr. Gar Spritzkerzen, gar Schmuck, gar noch Scherei. Stille Nacht von Herzen gesungen, ist für mich der Weihnachtswunder gekommen. Ganz heimlich hat die Mutter eine Pracht, eine große Portion Kaiserschmarrn gemacht. Glaub, so eine Freude hat es nie mehr gegeben. Es war, als das Christkindl einerschwebt. Was für ein festliches Essen. Spielzeug und Enttäuschung waren gleich vergessen. Viel später erst habe ich dann erfahren, wie es dazu gekommen ist. Zum Kaiserschmarrn. Mutter hat ihren letzten mit mir einmal eine Weihnachtswunde erleben. Siehst, und an das denke ich jedes Jahr zu Weihnachten. Und heute ist alles so wunderbar. Der Tisch ist deckt, dass er sich nur so birgt. Und was er sich gewünscht hat, hat jeder gekriegt.
erste Geschenk nicht so schön wie damals der Geisterschmoll. Ihr werdet mich verstehen.